So, hallo, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge vom Live-Talk à la Mode. Heute mit dem Weingut Zelt aus der Pfalz, aus Laumersheim. Ich hoffe, alle Teilnehmer haben es hierher schon geschafft. Herzlich willkommen für alle Neuen. Ein anderes Format, als ihr sie das vielleicht von Zoom kennen. Ihr seht euch gegenseitig nicht, ihr hört uns und seht uns nur, also mich und den Mario. Ihr sollt ganz fleißig bitte Fragen im Chat stellen, Kommentare zu den Weinungen, Meinungen, alles, was ihr loswerden wollt, gerne in den Chat. Und ich werde das dann immer versuchen, dem Mario nach Möglichkeit zuzurufen und anzumoderieren. Jetzt gebe ich das Wort an unseren heutigen Gastgeber, den Mario Zelt. Servus, Mario. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid bei unserer Probe, bei unserem Live-Tasting. Ja, wir haben drei Weine heute im Programm. Wir starten mit einem Rosé. Das ist bei uns mittlerweile ein sehr wichtiger Wein geworden. Sag mal, bei uns ist ja eh so in Laumersheim in der Nordpfalz, dass Rotwein ein großes Thema ist. Wir haben 50% unserer Rebfläche sind mit roten Rebsorten bestockt und dann ist es eben so, dass wir aus den Trauben, die wir für die Rotweinbereitung lesen, häufigen Saftabzug machen. Das heißt, von der Rotweinmaische wird dann sogenannte Seigneur, wie man in Frankreich sagt, gemacht und daraus machen wir dann diesen Rosé und ja, durch diese kurze Kontaktzeit mit der Bärenhaut ist es so, dass der Rosé oft von der Farbe her eher so ein heller Typ ist. Von der Stilistik geht es schon auch so ein bisschen in die Provence. Also es soll eher so ein Weißweincharakter haben. Also jetzt keine Gerbstoffe durch eine lange Standzeit, sondern eher so ein sehr frischer, fruchtiger Rosé, der jetzt aber auch nicht so überlagert ist von ja, Erdbeeraromen oder es soll schon irgendwie so ein sehr ehrlicher Rosé sein, der auch an die Rebsorten erinnert, die wir hier haben. Im Prinzip, Also ich da finde den recht. Vergleich mit der Provence. Ja, das ist im Prinzip von den Rebsorten her ist auch so, dass eigentlich fast alle Rebsorten, roten Rebsorten, die wir im Anbau haben, findet man hier in dem Rosé wieder. Das heißt, vom Cabernet Sauvignon über Merlot, St. Laurent und Spätburgunder. Das haben wir hier in dem Rosé. Und jetzt vom Geschmack her, also keine Gerbstoffe, ist ein Rosé, der ganz leicht über die Zunge läuft, eine schöne feine Säure hat, eine dezente Fruchtaromatik. Und ja, das ist eigentlich so die Stilistik, die wir so die letzten Jahre, die unser Rosé geprägt hat und ja, das ist eigentlich so eine Stilistik, die sich ganz gut durchgesetzt hat und wo wir jetzt ja immer noch dran arbeiten. Und ist ein spannendes Thema und ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und früher war, sagen wir, Rosé schon auch so ein bisschen saisonales Produkt. Aber mittlerweile kann man sagen, auch im Winter wird Rosé weitergetrunken. Nicht in dem Maße wie im Sommer. Aber es ist doch ein Wein, der über das ganze Jahr hinweg auch gekauft wird. Und Und schon ausverkauft ist, ne? ja. Ja, leider ist der 19er jetzt früher ausverkauft als erwartet. Es war jetzt eigentlich gar nicht mal so, dass von der Menge her wir da knapp waren. 2019 war zwar schon ein Jahrgang, der mengenmäßig nicht so üppig ausgefallen ist wie der 18er. Aber von Rosé hatten wir eigentlich mengenmäßig so kalkuliert, dass wir bis nächstes Jahr, sagen wir mal, Januar, Februar durchkommen. Aber man sieht doch, dass die, sagen wir, die Verkaufszahlen da immer noch steigend sind. Und das selbst eigenproduziertes Produkt ist aus eigenen Trauben, sind wir halt auch nicht in der Lage, da irgendwie kurzfristig noch was nachzuproduzieren. Aber Der es Thomas fragt gerade, ob es eine Essensempfehlung dazu gibt. Was ich denke, Rosé ist generell sehr vielfältig einsetzbar. Natürlich ist es ein leichter Wein und ein sehr eleganter Wein. Deswegen würde ich auf jeden Fall Gerichte empfehlen, die auch etwas feiner sind. Ob es jetzt ein Salat ist oder ein Flügelgericht. Ja,
Fischprodukte sind natürlich auch hier. Lachs ist der Klassiker, ne? Wo man sagt, von der Farbe her passt das natürlich auch immer schön. Aber generell, genau, das ist eigentlich so. Generell zu Fisch kann man das sehr gut trinken auch, ja. Es ist natürlich auch ein Terrassenwein, aber nicht nur, ne? Also das ist schon, wenn man im Restaurant sitzt und über die Tische schaut, was getrunken wird. Und das sieht man schon häufig, dass eine Flasche Rosé auf dem Tisch steht. Und gerade zur Vorspeise, als Starter, finde ich, ist das immer sehr gut geeignet. Der Ja. Dietmar schreibt, dass er den zarten Schmelz schätzt an dem Wein und er schmeckt nach Pfirsich für ihn und ganz wenig nach Honig, leicht fruchtig. Der Andreas teilt mit mir die Meinung zur Farbe und findet die ebenfalls sehr elegant. Also das ist ein echt sehr, sehr schönes Rosé, sehr sauber, ja. Sehr Flamingo. Für den Andreas könnte der Wein noch etwas mehr Zug und Säure haben. Ja. Jetzt kommt natürlich da so ein bisschen natürlich der Weinprofi durch. Was sagst du dazu? Ja, klar, das ist natürlich auch mal so eine stilistische Frage, ne? Ich meine, Und ein Spagat, oder? ja, letztendlich muss man auf der einen Seite schauen, dass er irgendwo auch ein bisschen zugänglich ist und gut zu trinken ist, wobei es jetzt ein Wein ist, der gar nicht so viel Restsüße hat, ne? Also wir liegen hier bei 5 Gramm Restzucker, also deutlich weg vom feinherben Bereich. Man muss natürlich auch mal sagen, wenn man so einen Saftabzug macht von den Trauben, die für die Rotweinbereitung gelesen werden, haben die natürlich auch schon ein relativ hohes Reifepotenzial. Und dadurch entsteht auch dieser Schmelz, ne? Den kann man nicht mal unbedingt jetzt auf den Zucker schieben. Klar, ich mag auch Rosés, die, wenn die Knochen trocken sind, viel Säure haben, finde ich auch toll. Aber manchmal muss man dann doch auch bei so einem Produkt, wenn man nur einen Rosé hat, ein bisschen an den Verbraucher denken. Aber ich denke trotzdem, dass er eine schöne Struktur hat und es ist kein Rosé, der jetzt wirklich sehr von der Süße geprägt ist. Also wir gucken da schon, dass auch der Zucker nicht zu hoch ist, ne? Dass der Wein einfach nicht seinen Charakter in die Struktur verliert. Ja. Wie viele Flaschen produziert ihr von dem Rosé? Ja, wir produzieren ja so 12.000 Flaschen im Jahr. Ist jetzt für unsere Betriebsgröße, wir haben jetzt aktuell ja, 16, 17 Hektar, ist das eine gute Zahl und es ist weiterhin steigend. Ja, das ist auf jeden Fall, wird immer mehr ein wichtiger Wein, ne? Und deswegen muss man sich da auch immer, wir geben uns da schon sehr viel Mühe. Wir hinterfragen das auch immer jedes Jahr, was kann man da noch besser machen, weil ich das schon auch ein interessantes Thema finde. Ja? Und macht Spaß. Genau. Wollen wir gerade schon mal übergehen zu deiner absoluten Kernkompetenz und auch Weinleidenschaft zum Spätburgunder? Ja. Genau, wir haben jetzt zwei, also beziehungsweise ich habe noch zwei Spätburgunder mitgebracht. Einmal der Gutswein im Jahrgang 2017. Ja, das ist unser Einstiegs-Spätburgunder. Generell ist es so, dass die Rotweine bei uns alle im Barriquefässern ausgebaut werden. Also das haben wir auch von Anfang an so gehandhabt. Wir machen das jetzt schon seit über 20 Jahren und haben die Rotweine konsequent immer in Barriques ausgebaut. Das müssen nicht unbedingt immer neue Fässer sein, jetzt wie in dem Fall hier. Bei dem Einstiegsspätburgunder sind das Fässer, die sind 4 bis 7, 8 Jahre alt. Also die geben jetzt keinen Toast mehr ab, sondern da geht es einfach darum, dass der Wein die Zeit in einem Fass hat, sich zu entwickeln und sich zu entfalten. Und ja, jetzt in diesem Gutsweinsegment ist es so, dass die Weine 12 Monate mindestens im Fass verbleiben. Wenn es dann bei den Lagenweinen, die sind dann nochmal ein gutes halbes Jahr länger im Fass. Das liegt aber auch daran, dass wir dann da eher auch neue Fässer einsetzen und da braucht der Wein einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben jetzt gerade vorhin, das ist interessant, vom Über die Mittagessen. Temperatur gesprochen, Genau, also Trinktemperatur. Ich finde, Spätburgunder kann man immer ein bisschen kühler trinken, also bei 15 Grad Celsius.
Jetzt gerade im Sommer, wenn es dann doch die Außentemperaturen sehr heiß sind, haben wir ja jetzt auch bei uns zum Verkosten der Probierstube die Weine immer in der Kühlgondel bei 15 Grad stehen. Und das ist eigentlich eine Temperatur, wo man den Wein gut probieren, auch gut trinken kann. Wenn man eine Außentemperatur von 25 Grad hat und bis der im Glas eingeschenkt ist, und dann ist er dann auch schnell bei seinen empfohlenen 18 Grad Celsius. Und also ich für mich Rotwein lieber einen Ticken zu kühl eingeschenkt als zu warm. Ja, das ist jetzt ganz, ganz interessant, weil wir heute vor Mittagessen, haben wir ein paar Spätburgunder aus dem Jahr 2020 probiert. Also ganz jung, weil wir die jetzt heute anfangen, die in Barriquefässer abzustechen. Und dann haben wir eine kleine Blindverkostung von verschiedenen Lagen gemacht. Und ist jetzt ganz interessant, hier den von den 17er jetzt zu probieren, weil ich noch so ein bisschen diese 20er im Kopf habe. Ist einfach Ja. mega gut. Ja, also mir ist schon wichtig, dass auch so der Spätburgunder im Einstiegssegment schon auch ein bisschen Kraft hat. Also das soll natürlich auch nicht zu kräftig sein. Spätburgunder lebt natürlich auch von seiner Eleganz, von seiner Säure. Aber es darf schon auch ein bisschen Farbe haben und Und liebe ein bisschen Damen und Tiefe. Herren, ja, es ist super schwer in Deutschland. Im Einstiegssegment, ich sage jetzt mal um die 10 Euro, bisschen drüber, ja. 11,90 kostet deiner, glaube ich, gell? Guten Spätburgunder zu finden. Das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja, ich denke halt, man kann, sagen wir mal, wenn man für Spätburgunder viel Geld ausgibt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man auch einen guten bekommt. Aber ich glaube, dass man viele auch mal mit einem Einstiegs-Spätburgunder erstmal packen muss, bevor man dann auch mal zu einer Lage greift. Ja, also das und Spätburgunder, je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, je nachdem, was die Menschen gern für Rotweine trinken, hat ja oft immer noch diesen Ruf von wegen, das sind sehr dünne Rotweine, und das ist ja gar nicht der Fall. Also wenn man sich da wirklich Mühe gibt, und dann kriegt man da Spätburgunder, die Eleganz und Tiefgang haben. Ja, und das ist ja eigentlich das Tolle, dass es auch ein Rotwein ist, der enormen Trinkspaß mit sich bringt. Ja, und auch oft nicht so alkoholreich ist und dadurch halt sich auch einfach gut trinken lässt. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man halt auch gerade so in diesem Einstiegssegment schon qualitativ sich gut aufstellen soll und da was bieten soll, um den Kunden auch zu fangen, und dass er dann sagt, hey, komm, das finde ich super, jetzt probiere ich auch mal was hier, Ortswein oder aus der Lage, jetzt gehen wir einfach qualitativ mal noch ein bisschen hoch. Ja. Der Andreas hat gerade noch was anderes angesprochen, weil er das auf dem Etikett sieht, dass du Fair and Green bist. Und das findet er eine tolle Sache. Und er wird auch gerne wissen, ob du irgendwann dran denkst, dich biozertifizieren zu lassen. Ja, das war oder ist bei mir, war das auch schon oft ein Thema oder ein langes Thema mit der Biozertifizierung, gerade mit Winzerkollegen. Man sieht ja, dass da immer viel diskutiert wird oder eben man will irgendwas machen. Was macht man dann? Was ist der richtige Weg? Und das Bio, also mich hat das nie 100% gepackt. Dann kam diese Idee mit Fair and Green. Das war noch relativ früh in der Anfangsphase, wo mich ein Winzerkollege kontaktiert hat und mir das vorgestellt hat. Und ich fand das sehr spannend, weil erstens mal das ein Zertifikat ist, was auf den Weinbau zugeschnitten ist. Und weil es die Produktion ganzheitlich betrachtet. Das heißt, es geht nicht nur um alles, was ich im Weinberg mache, sondern es geht auch weiter im Keller. Das heißt, es wird letztendlich bewertet, was wir im Weinberg tun. Auch der Pflanzenschutz wird bewertet, die Bodenbearbeitung, ob wir mit Begrünungspflanzen bearbeiten. Es sind auch Sachen ganz klar verboten, muss man auch sagen. Und dann geht es auch später weiter. Verpackungsmaterialien. Sind die Kartons FSC zertifiziert, die Korken, Folien, wo wir sehr viel brauchen, ja, auch um Weine zu versenden für Paletten. Da sind wir gerade dabei, eine Folie zu finden, die
recycelbar ist und lauter so Sachen, ja, Mitarbeiterentlohnung, generell, wie wird der Abfall entsorgt, dann natürlich ein CO2-Fußabdruck, ne? Man kriegt jedes Jahr eine CO2-Bilanz gemacht vom Weingut, wie viel CO2 verbrauche ich, und kriegt dann auch konkrete Vorschläge gemacht, wie kann ich meinen CO2-Verbrauch senken. Ja, und das finde ich auch gut. Es werden nicht nur Sachen verboten oder bestimmte erlaubt, sondern man kriegt konkret individuell auf das Weingut zugeschnitten, vorgeschlagen, was man verbessern kann. Und man muss sich jedes Jahr verbessern. Ja? Also das ist auch ganz wichtig, dass man einfach in allen Bereichen daran arbeitet, dass man besser wird. Ja. Ich habe gerade noch mal so gefragt, dass wir noch mal wieder ein bisschen zurück zum Thema Spätburgunder finden, wie die Teilnehmer den Basisspätburgunder empfinden. Die Petra sagt, sehr gut, weil frisch, elegant und super Essensbegleiter, geht aber auch ohne. Und ja, der klar. Thomas meint, auch hier würde ich mich wieder, also der denkt jetzt hier wieder drüber nach, was du zum Essen dazu empfehlen würdest. Hast du eine Idee, ein Bild im Kopf, Mario? Ja, also mir würde sofort hier einfallen zum Steak. Ja, also wenn man jetzt ein schönes Rindersteak hat, vielleicht nicht unbedingt mit so einer extremen Kräftigkeit oder am besten ganz ohne Soße oder mit nur ganz wenig Soße. Hier ein schönes kräftiges Steak mit Bratkartoffeln, was auch immer. Also das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen, weil der Wein das Fleisch nicht überlagert, und umgekehrt würde es, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Mhm. Ja, alles. Wir haben ja 2017 im Glas. Ist das der aktuelle Jahrgang? Ja, das ist der aktuelle Jahrgang, der verkauft wird. 2018 haben wir jetzt schon in der Flasche, aber also mein Ziel war jetzt schon die letzten Jahre ein bisschen vorzuarbeiten, dass die Weine dann, wenn sie jetzt 12 Monate im Fass waren, abgefüllt werden, dass eben nicht gleich in Verkauf kommen, weil wir haben schon gemerkt, wenn die Weine nochmal mindestens ein Jahr Ruhe bekommen auf der Flasche, dass die sich sehr gut entwickeln, ja, und das ist definitiv ein Vorteil auch, ja. Mhm. Ja, genau. Jetzt vielleicht noch eine Frage von mir. Wie schaffst du es, diese Preis-Leistung hinzubekommen? Ja gut, es ist ja jetzt nicht so generell, dass wir vom Preisniveau her im unteren Bereich angesiedelt sind. Ja? Also wir haben jetzt, denke ich mal, generell wenig, oder es gibt jetzt bei uns keine Weine unter, sage ich mal, 7 €. Ja? Und jetzt, es gibt ja auch noch Weine, die mehr kosten als er hier. Wie gesagt, das ist ja jetzt mal der Einstieg, und das ist schon machbar, ja. Wie gesagt, je höher wir in der Qualitätspyramide kommen, desto mehr Aufwand wird natürlich im Weinberg betrieben. Das sehen wir dann auch gleich noch bei dem Spätburgunder Kirschgarten. Und je mehr Handarbeit im Spiel ist, je stärker die Erträge reduziert werden, desto teurer wird das Produkt letztendlich, ja. Und ja, hier ist es jetzt so, dass wir, gut, vom Ertragsniveau sind wir so und so immer unter der erlaubten Maximalhektarertrag. Und man kann heute bei Spätburgunder, wenn man da schon mal von Anfang an gutes Rebmaterial pflanzt, dann ist jetzt für so ein Gutswein zum Beispiel, muss man nicht unbedingt noch den Ertrag groß reduzieren, weil die Weinberge von Grund auf nicht so voll hängen. Und das ist zum Beispiel dann auch einfach eine Ersparnis, wo man sagt, okay, ich muss hier nicht nochmal durchlaufen mit der Hand, um nochmal Trauben wegzuschneiden, weil das kostet letztendlich auch alles Geld. Man schlägt sich dann im Flaschenpreis nieder. Ne? Und das sind auch so Dinge, die man sich überlegen muss. Wie kann ich von der Produktion her hier auch ein bisschen Kosten einsparen, ohne dass das Produkt qualitativ darunter leidet, gerade wenn es jetzt um solche Einstiegsweine geht. Ja. Also dem Dietmar gefällt der Wein auch sehr gut. Er sagt, er hat einen sehr angenehmen, beerigen Duft. Ich glaube, das können alle Teilnehmer sehr gut nachvollziehen. Und vom Geschmack her hat er halt eine wirklich sehr, sehr schöne Frische. Also der wird nicht richtig schwer, also genauso wie Spätburgunder eben sein soll. Ne? Ja. Ja, es ist schon ein Spätburgunder, der auch ein bisschen Kraft hat, ja. Ich denke, das ist auch, muss man ganz klar sagen, bei uns in Laumersheim, also wir haben schon verhältnismäßig warmes Klima. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Rotweinstilistik wieder, auch auf den Spätburgunder. Und es ist schwer, oder es ist auch die Frage, ob das Sinn macht. Wir versuchen natürlich auch immer die Eleganz in so einem Spätburgunder zu fördern, zu schauen, dass wir
die Trauben nicht zu spät lesen. Aber das, man ist da auch immer, irgendwo gibt es Grenzen. Und letztendlich geht es ja auch darum, dass dann dieses das Kleinklima in dieser Region, was dann auch den Jahrgang wieder betrifft, den Wein prägt. Und wir Winzer haben natürlich Einflussnahmen, aber ich sehe das auch irgendwo als begrenzt. Die Natur soll sich natürlich auch zeigen, beziehungsweise das Klima dann im Wein. Und die letzten 15 bis 20 Jahren hat sich das Klima halt eben so entwickelt, dass es immer wärmer wird. Und somit wird sich auch die Weinstilistik weiter verändern. Ne? Das liegt in der Natur der Sache. Und ich denke, das muss man einfach auch akzeptieren und kann da schon ein bisschen was tun, aber irgendwo wollen wir den Wein als Naturprodukt ja auch sehen und da muss man auch manchmal seine Finger weglassen. Ne? Wollen wir gerade dann schon mal übergehen zur Königsdisziplin oder zum Top-Wein der heutigen Vertikale, dem Kirschgarten Spätburgunder? Jawohl. So, das wäre der nächste, Spätburgunder Kirschgarten, ebenfalls Jahrgang 2017. Wie war denn das 17er Jahr? Das 17er Jahr war im Prinzip vom Klima her, kann man sagen, ähnlich wie die letzten Jahre. Also es war auch eher ein wärmerer Jahrgang. 16 war ja so, da hatten wir ja relativ viel Probleme mit hohen Niederschlägen, gerade so im Frühjahr mit Peronospora. War vom Jahrgang dann eher ein bisschen später. Und 17 war dann vergleichbar eigentlich mit 2020 jetzt auch. Ne? Das heißt Lesebeginn Anfang September. Das ist eigentlich so ein Datum, wo man sagen kann, das ist mittlerweile ist das so Standard, ja. Letztes Jahr 2019 waren wir eine Woche später, also Mitte September. Das war schon verhältnismäßig spät. Und 2018 war dann nochmal eine Woche früher als 20. Da haben wir dann Ende August schon angefangen. Mhm. Und 2017 kann man deshalb sagen, vom Klimatischen her war das jetzt ungefähr wie 2020 gelegen, ja. Also schon auch eine gute Reife der Trauben erreicht. Gut, Trockenheit ist natürlich auch mittlerweile immer so ein Thema, wo wir eigentlich fast gar nicht mehr drum rumkommen. Wobei ich denke, da ist halt einfach auch wichtig, dass man von der Bodenbearbeitung, da kann man doch einiges machen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich denke halt auch so Thema Entblätterung, was vor 10, 15 Jahren immer groß geschrieben war, wie wichtig das ist. Und da gehen wir schon auch wieder zurück und lassen die Blätter doch eher wieder am Stock, damit die Trauben ein bisschen mehr beschattet werden und eben nicht so diese Hitze abbekommen, weil sich das doch dann auch auf die Aromaentwicklung auswirkt. Mhm. So, jetzt haben wir den... Der Witz ist, dass der Kirschgarten, wie nach seinem Namen, auch immer richtig kirschig in der Nase ist. Ja, das ist wirklich interessant, aber es ist wirklich jedes Jahr auch nachzuvollziehen. Ich kann auch nicht mal sagen, woher das kommt, aber es ist auch schon so ein bisschen ein Erkennungsmerkmal. Laumersheimer Kirschgarten ist ja so unsere Paradelage in Laumersheim. Was noch bekannt ist, Laumersheimer Steinbuckel oder halt auch der Kapellenberg, weil der Kirschgarten die bekannteste Lage ist vom Boden her, also sagen wir, auch der Steinbuckel ist so Kalk geprägt, Kalkmergel, wobei die sich unterscheiden. Der Steinbuckel ist von der Lage her etwas höher gelegen, dadurch etwas windoffener und immer ein bisschen kühler. Kirschgarten ist windgeschützt und erreicht immer eine höhere Traubenreife als der Steinbuckel. Vom Boden her haben wir hier einen Kalkmergel. Also das heißt, ein Kalkstein, der durch seinen relativ hohen Tonanteil auch ein bisschen gelblicher ist und wo man auch wo häufig im Burgund zu finden ist. Und das hier ist jetzt auch ein Standort, wo wir einen ganz kleinen Bodenauflage haben und der Kalksteinfels sehr schnell ansteht. Das heißt also,
Reben sind auch schon im jungen Alter oder im Prinzip eigentlich schon von der Pflanzung ab, stehen die mitten im Kalk und brauchen auch dementsprechend lang, bis sie mal einigermaßen anständig erwachsen sind. Aber das sind für mich eigentlich immer so die interessantesten Standorte, wo ja, die Reben dann relativ schnell in diesen Charakteren Boden kommen, ja. Und dann müssen sie die ersten Jahre eben kämpfen und bis sie mal Fuß gefasst haben. Aber dann kann man sagen, nach 5, 6 Jahren könnte das Terroir eigentlich schon ganz schön widerspiegeln. Ja. Und wir haben jetzt, sagen wir mal, an dem Standort, wo hier der Spätburgunder steht, haben wir auch, also wir haben dann Glück gehabt und haben da relativ großen Weinberg mittlerweile und haben deshalb auch Riesling zum Beispiel noch und Weißburgunder und Chardonnay, auch aus dem Kirschgarten, befindet sich alles in dieser markanten Parzelle. Und das ist Also schon ganz schön. dass das was ganz Edles im Glas ist, das schmecken auch alle Teilnehmer, ja. Also der Dietmar teilt das mit der Kirsche, spürt auch noch leicht Erdbeere, ja klar, der hat was Hellfruchtiges, das ist schon klar. Fruchtig mit leichter Holznote, die Petra meint, toll, schöne Frucht. Der Thomas würde auch gerne wieder eine Speiseempfehlung von dir dazu hören. Ja, also ich bin da auch immer noch bei dem Steak, muss ich Ich sagen. finde auch, Also ja. ja, ich denke jetzt so Wintergerichte, also so Roulade oder dann auch Wildgerichte mit so einer dunklen Ente. Soße, das ist dann schon fast wieder schwierig, ja. Und deswegen finde ich eigentlich immer zu Spätburgunder so ein edles Fleisch, wo man gar keine Soße braucht. Und da hat der Wein den Respekt vorm Fleisch und umgekehrt. Und das passt eigentlich immer ganz gut, ja. Der Aber Andreas schreibt was ganz Gutes gerade und dann könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in Richtung Ausbau gehen. Der Andreas meint, hey, das Holz ist echt bedacht und gut eingesetzt, ja. Schön integriert, passt sich gut im Wein und die Säurestruktur findet er diesmal sehr gut und es macht den Wein auch wirklich richtig saftig, sehr schöne Tannine, eher herbal als duftig. Vielleicht ja. kannst du ein bisschen was zu dem sagen, was du ja, von der Presse bis zum Barrik mit dem Wein machst. Ja, im Prinzip ist es so, also fast alle unsere Trauben werden per Hand gelesen. Jetzt nicht nur die Top-Sachen, sondern auch die einfachen Sachen. Das ist auch was wir seit einer, eigentlich schon seit, wenn ich überlege, 17 Jahren wieder umgestellt haben und sehr konsequent verfolgen. Werden von Hand gelesen, kommen ins Weingut, dann werden die Trauben werden in der Regel entrappt, also jetzt für Spätburgunder Rotwein, werden nicht gequetscht, das heißt, wir arbeiten sehr viel mit ganzen Beeren. Dann haben wir Holzküves, so Holzgärständer, wie man es auch aus Frankreich kennt. Da kommen die Trauben dann in unzerstörten Zustand rein. Und dann machen wir im Prinzip, also die Rotweine werden alle spontan vergoren. Und dann machen wir im Prinzip Remontage, also das heißt, wir ziehen Saft unten raus, kommt wieder oben drauf. Und das machen wir bis Gärbeginn, bis Ende der Gärung. Und dann fangen wir an, auch die Trauben so ein bisschen zu zerdrücken. Das ist auch notwendig, weil damals findet zwar eine Gärung in der Beere statt, aber trotzdem muss der Saft dann irgendwann raus, sonst habe ich nach dem Abpressen habe ich dann plötzlich wieder Zucker. Und das kann dann zum Problem führen, dass der Rotwein eben nicht durchgärt. Ja, das dauert ungefähr, sagen wir mal, 3 Wochen Maischegärung, wird schonend abgepresst, kommt dann in einen, ja, meistens so einen Immervolltank, wo man den Deckel dann schön drauf machen kann, dass keine Luft rankommt. Ja, und dann 3 Wochen später, 4 Wochen später, wenn sich dann die Hefe abgesetzt hat, fangen wir an, dann die Rotweine in Barriques zu füllen. Ne? So wie heute. Ne? Heute Morgen haben wir dann auch verschiedene Chargen aus dem Kirschgarten probiert, haben dann einen gewissen Anteil an neuen Fässern hier, haben auch Zweitbelegungsfässer, Drittbelegungsfässer und dann überlegen wir uns, welcher Wein kommt in welche Fässer, wie machen wir den Anteil an neuem Holz und Zweit- und Drittbelegung. Und ja, jetzt fangen wir langsam an, die ersten Roten in Barrique zu legen, während jetzt Merlot und Cabernet zum Beispiel noch auf der Maische steht. Ne? Also das
Die bleiben jetzt bestimmt noch 2-3 Wochen auf der Maische stehen, bis die abgepresst werden. Auch länger, ne? Die werden später gelesen und dann dementsprechend wird auch da alles etwas zeitverzögert dann. Passiert etwas zeitverzögert. Mhm. Ja. Aber, na, bis vor Weihnachten ist eigentlich so, dass alle Rotweine dann im Barriquefass angekommen sind. Im Sommer nächstes Jahr machen die dann spontan biologischen Säureabbau. Also das geben wir auch nichts zu, sondern wir warten einfach, bis die Temperatur dann dementsprechend ist und dann fangen die spontan an mit den Milchsäurebakterien, die so und so im Wein drin sind, wird dann die Äpfelsäure in Milchsäure umgewandelt. Und dann danach bekommt dann der Rotwein zum ersten Mal so ein bisschen Schwefel als Oxidationsschutz. Und das ist dann für mich auch immer so ein Zeitpunkt, wo man den Rotwein dann auch zum ersten Mal richtig probieren und bewerten kann. Und das ist auch immer so spannend dann, ne? Wenn man zum ersten Mal dann so einen Hauch Schwefel bekommen hat. Und dann wird er plötzlich so ganz klar. Und dann kann man auch die neuen Fässer dann wirklich beurteilen. Ja, und das ist immer so ein sehr schöner Moment. Und dann ist es eben so, wie gesagt, die Gutsweine 12 Monate, Lagenweine 20 Monate, so ungefähr bleiben die in Fässern. Und dann werden die Rotweine abgestochen und unfiltriert abgefüllt. Also das muss ich auch nochmal erwähnen, weil das ist schon manchmal so, also wenn man die gerade bei Spätburgunder, sieht man es manchmal, wenn man so ins Licht schaut und guckt durch, und dann sieht man, dass er nicht ganz klar ist. Also wie gesagt, Rotwein wird bei uns nichts filtriert, wird einfach nur abgestochen, dann lassen wir im Tank, wenn noch ein bisschen Hefe drin war, unten absetzen und dann wird direkt herausgefüllt. Deswegen kann es schon sein, dass manchmal eine ganz leichte Trübung, sieht man aber auch nur, wenn man ins Licht oder in die Sonne hält, da ist. Ne? Also das ist nicht dann irgendwie umgekippt oder sonst was, sondern das ist halt einfach. Finde ich gut. Gewollt, ja. Finde ich gut und das gibt ihm auch irgendwie eine ganz andere Textur natürlich dann. Ne? Und eine gewisse, ja, eine andere Lebendigkeit. Ne? Ja. Jetzt Erfahrungen mit der Reihe, also wie viele Jahrgänge Kirschgarten produzierst du schon? Mal überlegen. Mein erster Jahrgang Kirschgarten war 2008. Was ich schon länger gemacht habe, das war meine erste Spätburgunder Lagenwein, das ist der Großkalbacher Burgweg. Den gibt es schon deutlich länger. Mhm. Den haben wir 2002 zum ersten Mal gemacht. Liegt daran, dass wir im Kirschgarten eben damals neue Parzellen dazu pachten konnten, wo ich dann die Möglichkeit hatte, dann neue Reben zu pflanzen. Und deswegen gibt es den Spätburgunder Kirschgarten noch nicht so lange wie den Burgweg. Und die Anlage Burgweg, die war eben schon im Besitz und gepflanzt. Und deswegen haben wir da mit dem Lagen Spätburgunder angefangen. Ja. Was ist denn deine Einschätzung? Wie lange kann man den 17er jetzt noch auf der Flasche lagern? Ach, das ist immer so eine Sache, ne? Das kommt halt auch sehr stark drauf an, wo die Weine liegen. Also ich sage mal generell, es war ganz interessant, wir machen ja nach der Traubenlese immer so einen Herbstabschluss mit den ganzen Erntehelfern und dem ganzen Kellerteam und dann gehe ich immer in den Keller, in meine Schatzkammer und hole dann Weine raus und jeder Mitarbeiter darf auch in die Schatzkammer und darf sich auch einen Wein für diesen Abend aussuchen. Und dann hat eine Mitarbeiterin hat einen Portugieser Rotwein im Barrique gereift aus dem Jahrgang 2000 ausgekramt, irgendwoher gefunden, also 20 Jahre alt. Und dann habe ich schon gedacht, oh, ob der noch was ist. Portugieser ist nicht unbedingt die Rotweinrebsorte, die so das absolute Lagerpotenzial mitbringt. Und ich habe den auch schon ewig nicht mehr probiert. Und dann haben wir den aufgemacht und da war echt noch gut, ja. Also man musste relativ schnell trinken, also hat im Glas sich jetzt nicht unbedingt positiv entwickelt, aber es war echt spannend zu sehen, frisch geöffnet, eingeschenkt und es war super spannend noch, ja. Genau, das ist ein kurzer Schwenk, jetzt wieder zurück zum Spätburgunder. Ja, also generell jetzt, sagen wir mal, die Rotweine in dem Segment, sage ich, 20 Jahre sollte gehen, ja. Ja.
Ich würde, wenn man sich was kauft, jetzt nicht gleich versuchen, auf das Maximum zu gehen. Man kann sowas auch mal, wenn man wirklich gern reifen Rotwein trinkt, auch mal schon mal nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren eine Flasche aufmachen. Ich denke, es ist immer wichtig, sich dran zu tasten. Und wenn man jetzt ein paar Flaschen kauft, nicht unbedingt alles bis zum letzten Termin aufbewahren, weil man muss auch einfach ein bisschen gucken, wie sind die Umstände, wo der Wein gelagert sind im eigenen Keller und wie trinke ich die Rotweine gern. Ja, das erlebe ich auch oft wieder, wenn jemand sagt nach 10 Jahren, oh, der Wein, der geht ja gar nicht mehr. Und dann sagt ein anderer, oh, für mich ist der noch viel zu jung. Also es ist auch immer so ein bisschen eine subjektive Eine Frage. Ermessensfrage. Ja. Und aber generell, wenn die gut gelagert sind, ist das sehr, sehr haltbar. Was wir jetzt noch gar nicht erzählt haben, ist, was der Wein kostet. 28 Euro kostet der Wein. Also jetzt der Endverbraucherpreis. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Preisgestaltung ist vom Preis, denke ich, immer noch sehr fair. Wir überlegen dann natürlich auch immer, ja, wo soll die Reise hingehen. Ja, also ich glaube, auch für 28 Euro kriegt man da schon sehr viel. Sehr viel Wein. Sehr viel Wein. Also die Meinung teile ich auf alle Fälle. Ja, aber ja, mal gucken. Jo. Lieber Mario, vielen Dank Danke. für diese aufschlussreiche und wirklich detailverliebte Präsentation deiner Weine. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel mitgenommen davon. Wir haben, glaube ich, alle verstanden, dass du ein sehr, sehr gutes Händchen hast, ja. Fürs Thema Spätburgunder, ja, dass du einen erstklassigen Rosé-Senier produzierst, wenngleich jetzt die Saison schon ein bisschen, ja, vorbei ist. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Ich hoffe, es haben alle jemand Neuen kennengelernt, einen neuen Betrieb, einen neuen Winzer, eine neue Stilistik kennengelernt, die sie vorher noch nicht auf dem Schirm hatten. Danke fürs Dabeisein. Gerne. Und danke, dass ihr bei der Weinprobe dabei wart. Und hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn noch irgendjemand Fragen habt, und dann könnt ihr mich gern per E-Mail anschreiben oder mich Ja, anrufen. dass er auf dich zukommt, genau. Genau, So. ja. Und dann beantworte ich gerne Fragen oder wenn noch irgendwie was anderes ist oder Anfragen wegen anderen Weinen. Also bitte gerne an mich wenden. Ich bin für euch da. Genau. Dann noch einen Merci, schönen vielen Tag Dank. und bis Servus, dann. Mario. Gut. Tschüss. 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 Tschüss.